Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, wir haben einen neuen Sale online direkt bei RSI und es ist sicherlich, das kann ich schon mal vorweg sagen, einer der umstrittensten Sales, die wir bisher hatten hier in der Star Citizen Geschichte und der Star Citizen Landschaft. Ja, und worum geht's da? Es geht um den Land Claim License Sale. Jetzt aktuell mit dem Anniversary Sale ist vor kurzem eine Möglichkeit online gegangen, Land zu kaufen direkt in Star Citizen und direkt die Möglichkeit zu haben, hier sozusagen Claims schon vorneweg zu kaufen. Das Ganze erinnert uns daran, was bei der Pioneer passiert ist, als die zur CitizenCon in den Sale gekommen ist, war auch hier klar, dort bekommen diese Leute, die eine Pioneer kaufen, ein Stück Land mit dazu. Und jetzt hat das CIG das Ganze ausgeweitet, eben sodass jeder die Möglichkeit hat, das zu kaufen, und zwar in zwei verschiedenen Größen. Und da gehe ich jetzt mal auf die Details des Sales mit ein. Wir haben einmal die Größe des Lots, das sogenannte Lot Parcel. Das ist eine Fläche von 4 mal 4 Kilometern, also bedeutet 16 Quadratkilometer, die man hiermit kriegen würde. Zusammen übrigens mit einem Geo-Tracking-Beacon, der im Grunde genommen dafür da ist, um später den Claim selbst abzustecken. Wie das Ganze funktioniert, kommen wir gleich im Detail noch dazu. Und außerdem haben wir noch eine größere Claim-Lizenz und das wäre hier das sogenannte Estate-Parcel, also die Estate-Parzelle. Und die hätte eine Größe von 8x8 Kilometern, also rund 64 Quadratkilometer. Und auch dort kommt so ein Beacon mit dazu. Ja, das Ganze jetzt hier erstmal zwei Preiskategorien. Das eine für $50 plus Umsatzsteuer, das heißt, da landen wir dann rund bei etwa $59. Das Ganze bei oder eben $112 roundabout für das Ganze mit dem Estate. Ja, das dazu und hier wird im Video dann noch kurz erklärt, worum es geht. Das Ganze machen sie aber dann nochmal ausführlich und zwar, wenn wir hier auf das Icon gehen, dann können wir hier umschalten zu dem Q&A, was dazu gestartet ist und das ist natürlich der Punkt, über den wir jetzt kurz sprechen wollen, beziehungsweise was wir euch hier kurz zusammenfassen möchten. Und zwar als erstes ist die Frage, was ist denn eigentlich eine Claim-Lizenz? Und das bedeutet im Grunde genommen, dass ein Besitzer einer Claim-Lizenz einen kleinen Teil des Landes, das von der UEE kontrolliert wird, auf einem Planeten, einem Mond oder einem Asteroiden, einem Planetoiden, besitzt. In dem Sinne, er ist dann er ist Träger dieser Lizenz, das heißt für die Zeit, die diese Lizenz gilt, ist er tatsächlich derjenige, der dieses Stück Land verwalten kann und bestellen kann und darauf im Grunde genommen machen kann, was er will. Es gibt drei verschiedene Arten von Lizenzen und zwar eine kommerzielle Lizenz, eine industrielle Lizenz und eine Wohnlizenz, um jeweils die unterschiedlichen Möglichkeiten mit dem Land dort zu machen und darstellen zu können. Jetzt diese Lizenzen, die hier ausgestellt werden, diese man jetzt kaufen kann, das sind alle drei. Die haben also, sind sozusagen in Blanko-Lizenz, da kann man dann alles mitmachen, was man damit machen möchte. So, es geht aber hier nur um den Raum, der vom UEE kontrolliert wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann ist die Frage, was ist ein Claim Beacon? Haben wir ja gelernt, kriegt, würde man jetzt mit dem Claim mit dazu bekommen. Und das ist ein, ja, im Grunde genommen so ein Stab. Man sieht ihn hier auf dem Bild auch. Ich kann es euch mal zeigen. Das ist hier so ein Stab, den man quasi in den Boden rammt und der hier oben einen kleinen Datenkern hat. Und dieser Datenkern, der lädt sich dann sozusagen auf mit den Daten über die Location und das Gebiet, was das Ganze absteckt. Und dann kann man diesen Datenkern entfernen und dann eben zum nächsten Planetary Development Office vom UEE fliegen und dort sagen, das ist mein Claim hier, das bitteschön. Der Stab selbst bleibt vor Ort und der hat auch eine Art von Sensorik drin, das heißt, er nimmt Wetterdaten auf und er ist auch in der Lage, als keine Art Bewegungsmelder zu gucken, was in der Gegend passiert und im Endeffekt eine Warnung auszusprechen, wenn sich dort jemand nähert. Also das ist auf jeden Fall der Sinn von diesem Claim-Beacon. Davon hat man jetzt eben einen, damit man den dort quasi wie eine Flagge in den Boden stecken kann, wo dann man den Claim selbst hat. Ja, das Ganze, wie gesagt, muss dann im Planetary Development Office selbst angemeldet werden und dann ist das sozusagen das Land, was einem überschrieben würde. Ja, jetzt die Frage natürlich, habe ich einen Vorteil über andere Spieler, wenn ich jetzt so eine Claim-Lizenz kaufe? Und da sagt CIG hier, nein. Eine Claim-Lizenz kann auch später im Spiel für UEC ganz normal für Credits gekauft werden und außerdem wird keiner Spieler die Möglichkeit haben, ein Land zu claimen, bevor nicht diese Mechanik im Spiel ist, egal ob man vorher was gekauft hat oder nicht. Das heißt, sie sagen im Endeffekt, dass sie noch nicht wissen, wann
wann diese Mechanik kommt. Und wenn sie kommt, dann kommt sie eben für alle Spieler gleichzeitig. Im Grunde genommen das, was man jetzt als Claim-Lizenz kaufen kann, ist im Grunde als Teil des Anniversary Sales gedacht, um eben das, die Entwicklung des Spiels zu fördern selbst. Und im Grunde genommen wird man aber mit den Mechaniken, die man später im Spiel hat, genau die gleiche Möglichkeit haben, das zu tun und zu kaufen, wie für die Leute, die das jetzt eben als Pledge machen für Star Citizen. Außerdem sagen sie auch hier, dass man sich wegen des Platzes keine Sorgen machen muss, denn es wird unglaublich viele, also Millionen von Locations geben, deutlich mehr als es eben Spieler gibt, sodass jeder im Grunde genommen irgendwann seinen Platz finden wird. Das ist hier die Antwort von CIG drauf. So was ich persönlich dazu denke oder wir so auch vom Channel, da komme ich am Ende nochmal drauf. Aber jetzt erstmal hier wirklich rein vorgetragen, objektiv, was die jetzt hier geschrieben haben. Wird es nicht ein Problem, ist die nächste Frage, dass die Leute, die im Grunde jetzt schon so einen Claim haben, die besten Stellen gleich am ersten Tag irgendwie für sich einnehmen und dann kein anderer mehr hin kann. Und da sagen sie auch Nein als Antwort, denn aufgrund dieser im Grunde Milliarden von Quadratkilometern, die es zu füllen gibt, wird es über viele Planeten und Monde, über viele verschiedene Sternensysteme im Grunde genommen für alle die Möglichkeit geben, dass sie ihr Plätzchen finden, was sie brauchen, und dass außerdem muss man da ganz schön auf die Suche gehen erstmal. Und das bedeutet im Grunde, dass man sehr, sehr lange erstmal unterwegs sein wird, um zu gucken, in welche Ecke man sich denn wirklich nur niederlassen will. Und dass selbst dort, wenn da schon viele Leute sind, auch dort immer noch Platz sein wird, im Grunde genommen. Und dass es ja auch sehr unterschiedlich ist von Spieler zu Spieler, was für den jeweiligen Spieler der beste Ort ist. Der eine will unbedingt Ressourcen farmen und ganz viel Geld damit machen, dass er einen großen Teil da von irgendwas abmeint. Aber auch dann muss man sich überlegen, dass im Quadrat von 64 oder mal 8x8 Kilometer, also 64 Quadratkilometer, ist nicht sonderlich groß. Das heißt, man müsste wahrscheinlich für eine große Operation mehrere davon aneinander packen. Und jetzt aktuell kann man übrigens bis zu maximal 10 überhaupt sich kaufen. Und das würde bedeuten, dass man da auch schon ziemlich investieren müsste, aber das wäre im Spiel dann eben genauso. Andere sind aber da und suchen sich nur einfach den schönsten Fleck, den sie selbst persönlich am besten finden. Da sind die Geschmäcker auch unterschiedlich und da wird man eben von den Wüstenplaneten und Oasen bis hin zum Dschungel alles Mögliche haben, wo es man sich aussuchen kann. Und dementsprechend ist es eben im Grunde genommen sehr vom Spieler abhängig, ob man das jetzt als sinnvoll erachtet oder nicht, und in jedem Fall wird man eine Weile dafür suchen müssen, was eben auch bedeutet, dass so ein Claim nicht bedeutet, dass man automatisch den schönsten Fleck bekommt. Ja, wenn jemand diesen Beacon zerstört, was passiert dann mit meinem Claim? Also die Zerstörung von so einem Beacon ist tatsächlich ein krimineller Akt, also ein Verbrechen, aber hat keinerlei Auswirkung darauf, dass man diesen Claim da festgesteckt hat. Wenn man es geschafft hat, diesen ganzen Data Recorder einmal abzugeben und dafür zu bezahlen, dann ist er festgesetzt, dann ist es auch das Eigentum, und ob der Beacon dann da steht oder nicht, ist im Grunde egal. Aber sie empfehlen halt, den Beacon zu ersetzen, weil er eben auch noch zusätzlich eine Benachrichtigungsfunktion und eine Analysefunktion enthält. Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Arten von Climb Licenses, also von den Landlizenzen? Wir haben, wie eben schon erwähnt, Lots und Estates, diese beiden Kategorien. Das eine ist einfach kleiner mit 4x4 Kilometer und das andere ist größer mit 8x8 Kilometer. Dann kann man sagen, bedeutet das, dass so eine Lizenz mir einen bestimmten Teil von Land gibt, oder ist das meiner Wahl überlassen? Und das ist genau der Letzteres ist der Fall. Es gibt also keinen bestimmten dafür vorgesehenen Ort, den ihr damit kauft, sondern es ist so, dass ihr eine Lizenz habt und die könnt ihr einsetzen, wann ihr wollt, beziehungsweise könnt. Also in den Gebieten, die man sozusagen besiedeln kann, dort könnt ihr das einsetzen, relativ egal wo. Hauptsache, es ist im UEE und es ist nicht besetzt von irgendetwas. Da ist dann die Frage, wie kann ich mich denn nach dem geeigneten Fleckchen umgucken? Und wie scoute ich denn für Land? Und natürlich erklären sie dann hier relativ ausführlich, was es für verschiedene Faktoren gibt, die man dann beachten sollte. Nämlich natürlich einmal, was will man denn eigentlich machen? Will man einen Handelsaußenposten haben, nahe an der Handelsroute dran, um vielleicht einen Hangar oder einen Lagerraum damit einzubauen? Oder will man wirklich Forschung betreiben auf jeweiligen Planeten, Planetoiden, Asteroiden, was auch immer man sich da vorgenommen hat? Will man Ressourcen farmen oder will man große kommerzielle Produktionsstraßen aufbauen? Das ist alles unterschiedlich, je nachdem,
dem müsst ihr eben euch überlegen, was, wonach geht ihr auf die Suche, mit welchen Schiffen, braucht ihr dafür etwas, was Scanner hat, zum Beispiel, um eben Erzressourcen oder Ressourcen insgesamt zu erkennen, oder ist euch das völlig egal, weil ihr sowieso nur drei Landingpads dahin bauen wollt. Das alles fällt natürlich mit rein. Außerdem ist es natürlich so, dass die Sicherheitslage immer eine Frage ist, also in größeren Gebieten, wo man denn zum Beispiel davon ausgehen kann, wie, ich sag jetzt mal, das Kilian-System, wo sowieso die Navy sitzt, wo die Sicherheitslage relativ gut sein wird, wo auch Patrouillen kommen vom UEE über das Land, was sie dort kontrollieren. Also die patrouillieren dann eben auch die entsprechenden Gebiete mit den Planeten, wo man zum Beispiel sein Lot sein oder was auch immer hat. Auf der anderen Seite ist es so, in Gebieten, wo es vielleicht dann lukrativer ist, weil man da eben weniger andere Basen hat und weniger Leute mit dazukommen. Da ist es die Sicherheitslage dann unter Umständen schlechter und da muss man sich eben dann dafür sorgen, dass jemand anderes einen beschützt oder auf diese Art und Weise in irgendeiner Form davor geht. Sie haben auch gesagt, dass man sozusagen wirklich danach forschen kann, wenn es jetzt darum geht, um Ressourcen zu finden, indem man nämlich zum Beispiel tatsächlich Proben nimmt vom Boden, der da ist, und dann nochmal genauer analysiert. Zum Beispiel in der Reliant Zen, die sich dafür eignet, direkt vor Ort eine erste Analyse zu machen, und dass man eben so eine Art seismografischen Studien anfertigt, kann man und sich dementsprechend so ein bisschen ein Bild davon macht, was für einen wirklich lukrativ ist. Das dann insbesondere natürlich für eine kommerzielle Nutzung, die von Ressourcen abhängig ist. Dann die Frage, kann ich meinen Beacon überall hinsetzen oder bin ich da auf bestimmte Bereiche festgelegt? Also, und das schreiben sie, die meisten Gebiete auf Planeten, Monden und Asteroiden im UEE-Space sind die nicht irgendwie aktiv selbst genutzt werden oder die von irgendwem bereits besessen werden, können da gekauft werden. Also es wird sehr, sehr, sehr viel Platz geben, um überall unterzukommen. Manche Gebiete allerdings werden zum Beispiel als Nationalparks oder in irgendeiner Weise Naturschutzgebiete oder sicherlich, gehe ich auch von aus, militärische Sperrgebiete fürs UEE selbst und so weiter, dann eben nicht zur Verfügung stehen. Aber nichtsdestotrotz wird es halt sehr, sehr viel Platz geben. Fast überall auf jedem Mond, auf jedem Planeten wird irgendwo Platz zu finden sein. Wie kann ich mir im Verse eine Climb License verdienen selbst? Und zwar kann man diese Licenses direkt vom UEE kaufen. Oder man kann sie auch von einem anderen Spieler kaufen. Das heißt, man wird auch in der Lage sein, sowas zu verkaufen. Vielleicht dann auch eben mit schon festgelegtem Land, dass man eben damit dann auch spekulieren kann. Durchaus sinnvoll, das in der Wirtschaftsmechanik auch mit drin zu haben, denn vielleicht interessiert das auch Spieler. Was kann ich mit meiner Climb License denn eigentlich tun? Sobald man eben, wie schon beschrieben, ein ordentliches Objekt, ein Objekt gefunden hat, was man haben will, dann kann man beim UEE Land Management diese ausführen lassen, ausstellen lassen, und dann ist sozusagen diese Lizenz für dieses Stück Land fest und damit ist man dann Lizenzhalter. Ja, wie kann man dann einen Außenposten platzieren? Das Ganze ist natürlich dann angelegt an die Pioneer. Dort kann man sozusagen gucken, dass man selbst mit einer Pioneer einen hinbaut und die Ressourcen dafür sammelt, oder eben, dass man jemanden beschäftigt, entweder einen anderen Spieler oder einen NPC, der einen dafür dann so einen Outpost dahin baut und dass man möglichst eben schon die Ressourcen zusammen hat. Das ist so meine Spekulation. Möglichst alle Ressourcen schon zusammen haben und denen nur noch sagen, dieses Zeug zusammenbauen und dahin. Das ist meistens am günstigsten, so meine EVE-Online-Erfahrung. Aber gut. Für Möglichkeiten gibt es dann in den Outpost-Layouts? Hier gehen sie dann nochmal darauf ein, was sie so ein bisschen erzählt haben zum ganzen Sale von der Pioneer. Es gibt eben bestimmte Möglichkeiten und sehr, sehr unterschiedliche Arten, die Outposts aufzubauen. Zum Beispiel, dass man im Grunde genommen ein Habitation-Modul einbaut, um dort eben zu spawnen und zu respawnen. Dass man zum Beispiel eine kleine Armory einbaut, eine Waffenkammer, um eben so Waffen zu also Handwaffen, FPS-Waffen zu lagern natürlich auch Refining-Module sie beschreiben im Grunde genommen, was es alles Mögliche geben wird und da ist ziemlich, glaube ich, die Palette auch noch nicht voll, also das wird noch eine ganze Menge Möglichkeiten geben, die man später in so ein Modul reinbaut. Das ist ja im Grunde genommen nur der Fantasie der Entwickler und der Community auch, was wir für Wünsche haben, offen gelassen, was wir alles für Module da drin haben können, wie wir das Ganze aufbauen können. Powerplants, auch Solarpaneele und auch Verteidigungsanlagen wie Türme werden ebenfalls erwähnt, dass man zum Beispiel eben auch Angreifer zurückschlagen kann.
Braucht jeder Spieler so eine Claim-License? Nein, die braucht nicht jeder Spieler, sondern nur die Spieler, die wirklich im Grunde genommen innerhalb der UEE eine gewisse Sicherheit haben wollen, um dort ihr Lager aufzuschlagen. Die brauchen das, aber auch eben nur dann, wenn man ein Interesse hat, so einen Außenposten zu bauen. Die Leute, die sowieso sich außerhalb des UEE oder in einem Unclaimed System irgendwo, gar im Vendul-Raum beschäftigen wollen und sich einen Outpost bauen, die können das einfach so machen, das interessiert die UEE nicht, aber dann habt ihr halt auch gar keinerlei Sicherheit, sondern müsst eben selber sehen, dass ihr das Ding so ausbaut, dass ihr es gut beschützen könnt. Kann irgendjemand anderes ohne meine Zustimmung mein Land in irgendeiner Form ausbeuten? Also sprich im Grunde genommen Pirat spielen auf Ressourcenbasis und da meinen, während man nicht da ist. Theoretisch ist das möglich, ja. Ihr werdet eine Warnung kriegen von eurem Beacon, wenn sich jemand nähert, der da nicht hingehört, dem ihr keine Freigabe gegeben habt. Und wer dann eben dort anfängt zu meinen, der ist im Grunde genommen ja in doppelter Gefahr. Das eine ist, dass ihr natürlich kommt und den da vertreibt. Das andere ist, dass ihr auch die Behörden alarmieren könnt, weil es ist tatsächlich eine Straftat, das zu tun. Und man würde dafür sicherlich, also tatsächlich so wie es hier auch steht, ziemlich empfindlich bestraft werden, also deutlich. Das bedeutet, dann sollte man eben sehr schnell sehen, dass man es wirklich sehr geschickt anstellt, wenn man das machen will. Man könnte es aber theoretisch machen und ich denke, es wird auch passieren, aber wenn die Mechanik eben so ist, dass das UEE relativ schnell in sicheren Systemen vor Ort ist und einem da helfen kann, dann wird es sicherlich auch von beiden Seiten ein spannendes Gameplay geben. Ja. Jetzt ist die Frage, muss ich so einen Claim einreichen, um eine Basis zu bauen? Grundsätzlich, sobald man außerhalb des UEE ist, muss man das eben nicht, habe ich vorhin schon erwähnt. Innerhalb des UEE muss man es aber machen, ansonsten ist das eine Straftat auch gegen das UEE und wird dann entsprechend bestraft. Also von daher, das ist auf jeden Fall ein krimineller Akt und da seid also dann vorsichtig. Ja. Warum ist verkauft denn die UEE überhaupt solche Claims? Nun, die UEE natürlich ist wie jede andere Regierung auch. Sie nehmen das, um Geld einzunehmen, genauso wie CIG das eben sozusagen als Vater oder Mutter der UEE sowieso tut, um die Wirtschaft ein bisschen im Grunde genommen zu liberalisieren, steht hier noch, und ihr mehr Steuern und im Grunde genommen ein Wirtschaftswachstum zu erzeugen, um unter anderem eben die militärische Kampagne gegen die Vendul dort zu bestreiten. So, das war jetzt das ausführliche Q&A. Jetzt nochmal so wirklich im Grunde im Detail oder nochmal so persönlich gesagt. Also ich sag mal ganz direkt, wir haben unterschiedliche Meinungen auch auf dem Channel, was das angeht. Huizen zum Beispiel findet aus berechtigter Sicht, glaube ich, jetzt komplett unnötig zum jetzigen Zeitpunkt. Es stört ihn jetzt nicht sehr groß, aber er sagt, ich finde es jetzt, ohne dass man was Handfestes auch dazu hat, dass man das irgendwie greifen kann, findet er es jetzt zum falschen Zeitpunkt gemacht. Kann ich nachvollziehen durchaus, weil es ist eben wirklich nicht irgendeiner Form jetzt greifbar, wie das überhaupt funktionieren kann und wird mit der Pioneer und den Outposts und allem, was damit zusammenhängt. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, das ist mit der 890 Jump, der Carrick und ähnlichen Dingen auch nicht so. Also wir haben ja auch dort die Pledges, die nicht greifbar sind, sondern wo wir uns hoffen und vorstellen, wie diese Schiffe später sind, aussehen. Da gibt es noch viele andere Beispiele, Banu Merchantman und ähnliche, die halt noch weit vorne im Entwicklungsstadium sind. Starliner, Genesis ist für mich relativ vergleichbar damit, dass ich sage, okay, für mich ist es vielmehr so, dass ich sage, okay, ich sehe das auch in gewisser Weise als Proof of Concept. Chris Roberts hat immer gesagt, dass er das machen wird, dass er solche Immobilien verkaufen wird und dass es in dem Spiel auch diese Art von Gameplay geben wird. Jetzt sehen wir, es wird möglich werden. Also ich glaube, wer ein bisschen unterwegs war schon im PTU, wer das sich schon angucken konnte, dann weiß man, wie groß das da ist. Und wie viel Platz da drauf ist und wie viel Content da drauf rauf muss auf die Planeten, Verzeihung für den Versprecher, wie viel da gefüllt werden muss. Und man muss sich mal so eine Rechnung aus dem Kopf machen, also wenn man jetzt die Erde nimmt, in ihrer Gesamtfläche, ich habe es nicht ganz im Kopf, sind 58 Milliarden Quadratkilometer oder sowas in der Art, also in dieser Fläche, und man unterteilt es jetzt alles in diese großen Lots, also in den 8x8, 64 Quadratkilometer, hätte man rund 8 Millionen
solcher Lutz, alleine auf der Erde und oder Estates. Und natürlich zieht man Gebirge und Wasser und den ganzen Kram noch ab. Nichtsdestotrotz, es ist wirklich viel Platz alleine auf einem dieser Planeten. Und Star Citizen wird eine ganze Menge Planeten, Monden, Planetoiden haben. Viel mehr, als es Claims und Spieler geben wird. Also viel mehr Platz wird da sein. Und ich glaube persönlich, der Pay-to-Win-Aspekt hier ist für mich tatsächlich nicht gegeben. Also das sehe ich nicht so. Man hat den gleichen Vorteil mit so einem Claim, wie jemand hat, der ein Schiff plätscht. Zum Beispiel eine Carrack oder sagen wir mal, was es noch Großes gibt, eine Starliner, sehr teuer auch. Ja, man muss sie sich nicht im Spiel erarbeiten. Ihr habt das Spiel, dieses Schiff in eurem Hangar, wenn das Spiel released wird. Da ist die da. Und dann habt ihr ein Schiff, was vielleicht 600.000 Credits wert ist. Weil, ich sag mal so, heute in den Preisen im Spiel, man sieht schon, das ist relativ teuer alles. Ist jetzt aber reine Spekulation, die Zahl. Wir haben also eine Starliner, die ist da, 600.000 Credits. So, musst du dir nicht erspielen, wenn du dieses Gameplay haben willst. Wenn du einen Außenposten haben willst, hast du jetzt dann eben so ein Pass, also eine Parzelle. Auch musst du dir nicht erspielen, ist schon da, kannst du dir jetzt vorher kaufen. Kann man mögen oder nicht? Und es gibt viele Leute, die total, aus meiner Sicht, total verständlicherweise sagen, ja, will ich alles gar nicht. Ich starte mit meiner Aurora, so. Und dann baue ich mich auf und wenn ich irgendwann Landbesitzer werde, dann habe ich es mir auch erwirtschaftet und dann habe ich es mir erspielt. Kann ich total nachvollziehen. Macht das später. Ich glaube aber dann, wenn ihr soweit dann seid, werdet ihr auch kein Problem haben, irgendwo ein Fleckchen zu finden, was genau euren Bedürfnissen entspricht. Sei es Mining, sei es nur wohnen, hübsch aussehen und vielleicht so ein Yao-Yao-Vieh von den Xi'an irgendwie drum im Garten rumlaufen zu lassen. Das ist völlig egal. Ich glaube, es wird genug wunderschöne Plätze geben oder auch ressourcenreiche Plätze oder was auch immer, um zu jeder Zeit dieses Spiels auch noch in 3 Jahren den richtigen Lot für sich zu finden. Und das ist so ein bisschen dies, was ich sage, dass es für mich weniger mit Pay-to-Win zu tun hat, jetzt diesen ganzen Aspekt, als vielmehr, dass es eben ein Teil ist von dem, wie die Star Citizen-Logik läuft und auch wie sie schon bei Schiffen immer gelaufen ist. Das ist so ein bisschen my take on this. Ich persönlich muss zum Beispiel sagen, ich habe noch einen kleinen Zusatz. Ich habe tatsächlich mir ein so ein Ding hier gekauft. Ich habe mir hier so ein Claim gekauft. Und zwar einfach aus rollenspielerischer Sicht. Für mich ist das ein Punkt, ich habe meine Charaktergeschichte sehr ausführlich ausgearbeitet und die Idee, dass mein Charakter, Rob Sawyer, in dieses Spiel startet mit einem kleinen Teil Land. Und er weiß, er hat so eine Lizenz und er hat sie mal gekriegt für irgendwas und ich werde sie ganz spät im Spiel erst einsetzen. Ich werde ganz spät im Spiel, selbst wenn ich noch andere Sachen für das Crash Core kaufe, sonst oder was, also andere Claims oder so für die Corporation, aber diesen Teil Land werde ich ganz zum Schluss erst einsetzen, wenn ich wirklich alles gesehen habe, was ich sehen will und wenn ich mich dann entscheiden habe, wo soll quasi mein privates kleines Refugium hin. Das ist für mich ein rollenspielerisches Ding, das werde ich in die Geschichte mit einbauen und damit weiß ich, er hat das Ding, er wird es aber erst dann benutzen, wenn ich wirklich weiß, hier will ich hin und nirgendwo anders. Und das ist für mich persönlich so ein Teil, dafür war es mir das auch wert. Das kann ein Ansatz sein, warum man das gut findet, dass es verkauft wird. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, wisst ihr, was soll denn das jetzt hier? Warum jetzt auch noch virtuelle Räume oder virtuelle Gebiete auf virtuellen Planeten in einem Spiel, was es noch nicht gibt? Kann ich alles nachvollziehen. Müsst ihr selber entscheiden. Ich glaube aber persönlich, ein großer Nachteil wird euch nicht erwachsen, wenn ihr es jetzt auch einfach nicht macht. In diesem Sinne, das so viel dazu noch, mein persönlicher Take dabei. Und ich hoffe, ihr konntet ein paar Informationen daraus sammeln und lasst uns wissen, was ihr dazu denkt, gerne in die Kommentare dazu rein und wir können da gerne darauf antworten und ansonsten liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Geht doch gerne hin und schenkt uns ein Abo auf Twitch, da sind wir jetzt nämlich erstens 3-mal die Woche live mindestens und zweitens sind wir gerade zum Partner geworden bei Twitch und wir sind total stolz darauf. Das hat jetzt geklappt, dank eurer Unterstützung, vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal, wir werden uns schon noch mehrmals bedanken, aber das war echt cool. Und ja, letztendlich, wenn ihr uns natürlich auf Patreon unterstützen wollt, das freut uns natürlich auch sehr, sehr doll, denn Patreon macht diese ganze Arbeit hier noch zusätzlich möglich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und see you on the flight deck. Sawyer out.